Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ox Politics. Und die Woche, wir sprechen nochmal kurz über Maaßen, wir sprechen über den UN-Sicherheitsrat und viel über Trump. Und wir sprechen über die Abwahl von Volker Kauder und vielleicht den Anfang vom Ende der Ära Merkel. Aber doch zuerst noch kurz ein kleiner Nachtrag zu dem Fall Maaßen, der ja erst ja zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werden sollte. Zwei Gehaltsstufen hätte aufsteigen sollen vom Verfassungsschutzpräsident. Und das wird jetzt tatsächlich nicht, nachdem es einen großen Aufschrei der Bevölkerung gegeben hat. Hat auch Angela Merkel hier persönlich Fehler eingeräumt und der Debatte nicht genügend Zeit geschenkt und das Ganze unterschätzt, hat sie gesagt. Und letztlich wird Maaßen jetzt nicht komplett gefeuert. Er wird nicht mehr Verfassungsschutzpräsident sein, sondern er wird ins Innenministerium wechseln, aber nur als Sonderbeauftragter für Außenpolitik und wird damit in der gleichen Gehaltsstufe landen, in der er vorher auch war. Das heißt, er wird lediglich versetzt von seinem Posten. Wie gerade eben schon angeteasert, ist Volker Kauder nicht mehr Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion und ist von Ralf Brinkhaus abgelöst worden. Und das ist in der Hinsicht eine Überraschung, weil Angela Merkel sich eben deutlich für ihren engen Vertrauten Volker Kauder ausgesprochen hat, der seit 13 Jahren Fraktionsvorsitzender war, wo sie sich eben für Stabilität ausgesprochen hat, was dann aber nicht gewählt wurde. Was als Schlappe gesehen wird für Angela Merkel, weil sie eben Kauder wollte, der aber nicht weiter gewählt wurde. Ralf Brinkhaus allerdings sieht das nicht so, sondern sieht es mehr als eine Wahl für sich, als eine gegen Merkel und stellt sich auch hinter Merkel. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Menschen, die sich dann direkt gefragt haben, ob Angela Merkel hier die Vertrauensfrage stellen wird und eventuell als Kanzlerin sogar direkt abgelöst wird. Dementsprechend stand eine Regierungskrise ja im Raum, ist aber tatsächlich nicht passiert. Angela Merkel geht hier weiter voran. Es wird trotzdem von vielen hier als erste personelle Konsequenz vom Anfang des Endes der Ära Merkel gesehen. Dann müssen wir doch noch auf jeden Fall über Erdogan sprechen, der eben gerade auf Staatsbesuch in Deutschland ist, mit allen militärischen Ehren hier empfangen wurde, mit einem großen Staatsbankett, über das ja viel gesprochen und gestritten wurde, ob man jetzt teilnehmen soll und Präsenz zeigen soll, ob man die Diskussion und das Gespräch mit ihm suchen soll, wo eben auf der einen Seite gesagt wurde, ein Staatsbankett ist ja kein Arbeitsbesuch, dabei kann man nicht sprechen, weswegen zum Beispiel Lindner abgesagt hat. Auf der anderen Seite möchte man Präsenz zeigen, dass es eben auch Kritiker gibt und dementsprechend ist zum Beispiel Cem Özdemir hingegangen. Letztlich aber kommt Erdogan hier als Bittsteller an. Seine Wirtschaft funktioniert nicht, er selber hat mehr politische Macht denn je in der Türkei. Er unterdrückt demokratische Bewegungen. Und eben die Pressefreiheit, mehrere Deutsche sind immer noch, Journalisten sind immer noch inhaftiert. Und das ist für Deutschland hier auch eine Chance, tatsächlich ja einen gewissen Deal einzugehen. Versuchen, Menschenrechte weiter in der Türkei ja voranzubringen und wieder zu verteidigen und da eventuell ja der Türkei wirtschaftliche Hilfen in Aussicht zu stellen. Das sind so die Gründe, weshalb Erdogan herkommt, weshalb wir eventuell mit Erdogan reden. Und letztlich muss man doch in einem demokratischen System auch immer mit anderen noch im Gespräch und im Diskurs bleiben, um eben selber was bewirken zu können. Weil sich selber abzukapseln und zu isolieren, dann haben wir auf keinen Fall mehr Einfluss auf etwas anderes. Und dementsprechend ist das hier gut, dass auf jeden Fall miteinander gesprochen wird. Ob dabei was Konstruktives rauskommt, das werden wir nächste Woche sehen müssen. Die wichtigste politische Aktion diese Woche, mehr oder weniger international, war die UN-Generaldebatte und das Treffen des UN-Sicherheitsrats, wo unter anderem unser Außenminister Maas eine Rede gehalten hat zur Überarbeitung des UN-Sicherheitsrats. Denn dieser ist immer noch auf dem Stand des Kalten Krieges, nicht mehr zeitgemäß. Ständige Mitglieder sind Russland, China, die USA, Großbritannien und Frankreich, die damaligen Weltmächte, ja. Aber das ist heute wirklich nicht mehr besonders zeitgemäß und vor allem das Vetorecht ist ein großes Problem im UN-Sicherheitsrat. Dort sitzen die wirklich mächtigen Nationen, die auch militärisch sehr stark aufgestellt sind und versuchen Probleme der Welt zu lösen, schaffen das aber oft nicht, da es eben von jedem dieser Länder ein Vetorecht gibt und Russland, die USA und China vor allem oft ihre Vetorechte einsetzen und somit Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats verhindern. Daher spricht Maas sich dafür aus, den kompletten UN-Sicherheitsrat hier zu überarbeiten, dass man zu einer besseren Lösung kommt und besser eben Probleme der Welt besprechen und angehen kann. Und der zweite Punkt, was ihm sehr wichtig war und was ich hier auch noch anmerken möchte, ist, dass er sich für Multilateralismus ausgesprochen hat. Zusammenarbeit, dass man innerhalb der UN, der EU und so weiter, dass man zusammenarbeitet und versucht, zusammen Probleme zu lösen, und er spricht sich ganz klar und gegen den Protektionismus der USA und von Trump im Speziellen aus und setzt Souveränität und Multilateralismus nicht als Gegenteile, sondern spricht sich eben gerade dafür aus, dass man heutige Probleme zusammenlösen muss. Ansonsten kann man eben die Souveränität eines Staates nicht gewährleisten. Ganz im Gegenteil zu Donald Trump, der ja eben Multilateralismus den Kampf angesagt hat, für Protektionismus steht America First. Man kennt es.
Letztlich hat er für sehr viel Chaos gesorgt bei dieser UN-Generaldebatte. In seiner Rede hat er sehr viel Eigenlob mit eingebracht. Er hat Kritik an der EU geäußert, was eben die Iran-Sanktionen angeht, dass die EU sich nicht daran halten möchte. Er hat ganz, ganz stark den Iran hier kritisiert, hat dafür Kim Jong-un zum Beispiel gelobt in seinen Bemühungen, da weiter in den Verhandlungen zu kommen, hat die Türkei und Russland gelobt, dass in Syrien das Massaker von Idlib hier verhindert haben, hat sie im selben Atemzug aber darauf hingewiesen, dass ganz genau hingeguckt wird, was da in Syrien eigentlich passiert und dass auch ganz klar ist, was die USA tun wird, sollte es nochmal zu einem Giftgasangriff kommen. Also Donald Trump stellt sich hier definitiv als mächtiger Mann hin, möchte ins Weltgeschehen eingreifen, möchte an jedem Punkt hier teilhaben und vor allem möchte das alles kontrollieren. Und das zeigt sich eben sehr stark, oder hat sich sehr stark diese Woche gezeigt, wo er eben gegenüber sehr vielen Leuten ausgeteilt hat, wo man auch daran sieht, die Freunde der USA, die Freunde von Donald Trump, die werden weniger. Er selber stellt sich aber als der Mächtige hin, der alleine hier die Weltpolitik hier kontrollieren kann. Außerdem möchte ich noch zwei Punkte zu Donald Trump hier erwähnen. Das eine ist, dass ein neuer Richter für den Supreme Court ernannt werden muss. Der Supreme Court ist das höchste Gericht in den USA und der Richter wird auf Lebenszeit ernannt, was bedeutet, dass das wirklich Einfluss hat. Das kann nicht vom nächsten Präsidenten rückgängig gemacht werden, das bleibt erstmal. Wenn ein konservativer Politiker wie der US-Richter Kavanaugh, der eingesetzt werden soll, nach Vorschlag von Donald Trump, da reinkommt, dann wird er da 30 Jahre bleiben und konservative Politik und Richtersprüche hier vollziehen. Und dieser ist eben ja stark unter Beschuss, weil er ihm vorgeworfen wird, vor 36 Jahren waren es, glaube ich, ja, eine Frau vergewaltigt zu haben, das schlägt gerade hohe Wellen, vor allem im Bezug auf die MeToo-Bewegung, schlägt da sehr hohe Wellen. Die Frau hat sich vor dem US-Senat jetzt befragen lassen und letztlich haben beide eidesstattlich geschwört, dass es passiert ist, beziehungsweise nicht. Und so ist die US-Gesellschaft gerade sehr gespalten, ob man dieser Frau glauben soll, ob man dem Richter glauben soll, der das alles ja für politische Meinungsmache hält und der selber sehr, sehr stark hier unter Beschuss ist. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Debatte, die hier in den USA gerade geführt wird. Außerhalb der USA gibt es außerdem noch eine Nachricht, denn es wurde ein zweites Treffen von US-Präsident Donald Trump und mit Kim Jong-un eben aus Nordkorea hier angekündigt. Ein zweites Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea gab es in dieser Zeit schon drei. Also auch daran sieht man, diese Verhandlungen kommen tatsächlich weiter. Das Eigenlob von Donald Trump ist nicht so 100% erstunken und erlogen, ganz und gar nicht, denn man kommt tatsächlich hier in Nordkorea voran und vor allem die Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea, die kommen voran. So, und ganz kurz noch zur guten Nachricht der Woche. Und das bezieht sich auf einen EU-Report, der Alkohol betrifft, wonach Jugendliche immer weniger Alkohol zu sich nehmen. 2002 zum Beispiel in der Altersgruppe zwischen 11 und 15 haben 30% der Jugendlichen ja, wöchentlich Alkohol getrunken, im Alter von 11 bis 15 bereits. Das sind jetzt 2014 nur noch etwa 12,7% und damit eben ein deutlicher Rückgang, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass Jugendliche schwerer an Alkohol kommen, aber eben auch besser klargemacht wird, was für schädliche Folgen Alkohol haben kann. Und das vor allem im jungen Alter, denn das Gehirn eines Menschen ist nicht mit der Geburt fertig und man lernt dann einfach nur noch was dazu, sondern das Gehirn entwickelt sich unter anderem eben auch in dieser Zeit noch. Und wenn in dieser Zeit Alkohol dazu kommt, kann das sehr, sehr schädlich sein. Und dementsprechend finde ich das hier definitiv eine gute Nachricht der Woche wert, dass es hier eben mehr Aufklärung gibt und dass diese tatsächlich ankommt und Jugendliche in diesem Alter, wo sie auch überhaupt noch gar keinen Alkohol trinken sollten und dürfen, ja, auch weniger Alkohol trinken. So, und das war's von meiner Seite. Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer alles gerne in die Comments. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns doch hoffentlich nächste Woche wieder.